Buenos Aires, die größte Stadt Südamerikas im Rhythmus eines späten Oktobernachmittags. Mehr als 7 Millionen Menschen leben und arbeiten hier an der Mündung des Rio de la Plata. Das mächtige Zentrum eines weiten Landes, das die erhabenen Berge der Anden und der Atlantik begrenzen. Ein Land voller Vitalität und Tempo, in dem Traditionen fortgeführt werden, die in Europa zu erlöschen drohen. Technik und Sport werden in Gestalt unzähliger Straßenrennen zu internationalen Ereignissen verbunden. Das bedeutendste und längste ist der große Tourenwagenpreis von Argentinien. Auf der Strecke der 1000 Kurven haben sich die Mercedes 300 SE schon nach den ersten 500 Kilometern die Spitze erkämpft. Der Lancia, Alfa Romeo und Ford versucht Anschluss zu halten. Wagen Nummer 617 sitzen Eugen Böhringer und sein Beifahrer Klaus Kaiser. Sie führen im Feld der 268 gestarteten Wagen. An zweiter Stelle liegt der junge Stuttgarter Dieter Glemser. An dritter Position Hans Herrmann. Die Schwedin Evi Rosqvist von Koch fährt den Mercedes mit der Nummer 609. Asphalt und Beton sind vergessen. Die Straßen sind gezeichnet mit Staub, Schutt, Geröll und einer unzählbaren Folge gefährlicher Kurven. Während die Mercedes-Wagen ihre Führungsposition verteidigen, versuchen die Spitzenfahrer der Konkurrenz, ihre Streckenkenntnis auszuspielen. Oscar Cabalén auf Lancia, einer der Favoriten des großen Tourenwagenpreises. Er kürzt ab, der Gewinn, Bruchteile von Sekunden. Jedes Mittel ist recht, um Zeit zu sparen.
Fahrer und Wagen werden erbärmlich durchgerüttelt. Die Strecke wird zum Prüffeld menschlicher Leistung und technischer Widerstandsfähigkeit. Ziel der ersten Etappe in Carlos Paz wird für Böhringer Kaiser eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 181 Kilometern errechnet, ein bis dahin nicht für möglich gehaltener neuer Rekord. El Gran Premio Internacional de Turismo Mejorado. Vier deutsche Wagen in der Spitzengruppe des großen Tourenwagenpreises von Argentinien. Für die Beifahrer beginnt jetzt das Rennen nach dem Rennen. Die Bordkarte wird abgestempelt, die offizielle Fahrdauer eingetragen. Schon jetzt, nach der ersten Etappe, sind 91 Fahrzeuge auf der Strecke geblieben. Zum Teil haben sie sich im Straßengraben zur Ruhe gelegt, zum Teil haben Technik und Menschen gestreikt. Nach der Ankunft geht es in den Parc Fermé. So werden unerlaubte Reparaturen von vornherein ausgeschlossen. Alles muss schließlich seine Ordnung haben. Am Start einer jeden Etappe herrscht die gleiche Atmosphäre wie am Ziel. Gestartet wird in der Reihenfolge der Ankunft. Der Kampf der Großen gegen die Kleinen ist längst entschieden. Auch wenn 1000 Argentinier jetzt im Geist hinter dem Lenkrad ihrer großen Favoriten Oscar Catalén, Carlos Fassetti oder Leo Cella sitzen. Die Kurve im Renntempo nehmen. Die Fahrer können sicher sein, dass ihnen nichts entgegenkommt.
Staubschleppe des Vorausfahrenden lässt sich der Weg nur noch ahnen. In diesem wilden Land, dessen Straßen oft mehr einem Pfad für Maultiere ähneln, schleudern und schlingern die Wagen über Pässe und unwegsame Geröllstrecken, gelenkt von der Hand meisterhafter Fahrer. Geben, kuppeln, schalten, bremsen. Der unaufhörliche Rhythmus eines Langstreckenrennens. 100-mal, 1000-mal, 10.000-mal auf jeder einzelnen Etappe. Eine wohldurchdachte Vorbereitung und jahrelange Erfahrung, perfekte Technik und Persönlichkeit sind die entscheidende Voraussetzung für den Erfolg. Anderen Klassen Überholmanöver abspielen, während man mit viel südamerikanischem Temperament um jeden Meter und um jede Sekunde kämpft, haben sich die vier Mercedes 300 SE endgültig die Spitze mit den Positionen 1, 2, 3 und 4 gesichert. Böhringer Kaiser. Glemser Braungart. Hermann Schick. Rosqvist Falk. Der Vorsprung der Mercedes-Benz-Mannschaft wächst. Das sichere Gefühl klarer Überlegenheit gestattet einen Wechsel vom Rennen zur Demonstration. In dieser repräsentativen Kolonne spiegeln sich Kraft,
und technische Stärke. Die Zahl der gemeldeten Privatfahrzeuge beim großen Tourenwagenpreis von Argentinien ist erstaunlich hoch. Selbst der, der ans Ziel kommt und jeder weiß, dass die Chance gering ist, hat aus eigener Tasche viele tausend Mark für diesen Sport geopfert. In vielen Ortschaften entlang der Strecke ist der Renntag ein Feiertag. Nur einmal im Jahr haben Antonio und José, Carmen und Dolores Gelegenheit zu sehen, wovon sie sonst nur träumen können. Eine Jagd auf heißen Straßen. Mit geschäftiger Aktivität rückt man selbst einen Wagen zu Leibe, den wir bei uns als Totalschaden auf dem Autofriedhof verabschieden würden. Die Argentinier sind auch hier Künstler der Improvisation. Der Parc Fermé von Salta, Wendepunkt der Strecke. Mehr als einem Konkurrenten wurde das unerbittliche Tempo der führenden Mercedes zum Verhängnis. Mehr als die Hälfte aller Fahrzeuge ist ausgeschieden. Nach jedem Renntag wird Fahrern und Wagen eine Ruhepause gegönnt. Nur 20 Minuten dürfen für Inspektion und Reparatur benutzt werden. Man kann seinen Wagen auf der Straße inspizieren oder aber nach einem wohlorganisierten, x-mal erprobten Plan in einer Autowerkstatt. Jede Kleinigkeit ist dem Zufall entzogen. Es wird mit schwäbischer Gründlichkeit ans Werk gegangen. Während Hans Hermann und der vielfache Automobilweltmeister Juan Manuel Fangio in fachlichem Gespräch vertieft sind, überwacht Rennleiter Karl Kling die Arbeiten am Wagen. Das Kraftwerk der 200 PS wird geprüft, gemessen, untersucht. André, Beule, Benzinbombe. Nach der Ausschreibung des Rennens dürfen nur Wagen an den Start, die mit einigen vorgeschriebenen Verbesserungen der Serie entsprechen. Ablasser.
última etapa del Gran Premio, los cuatro coches Mercedes-Benz en la línea de partida y también observamos el 417 de Fueguino. Nach der Hälfte des Rennens haben die Mercedes einen Vorsprung von mehr als zwei Stunden herausgefahren. Grund genug, mit Optimismus und Freude dem nächsten Tag entgegenzusehen. In der Reihenfolge Böhringer, Klemser, Hermann, Rosqvist beginnt der zweite Abschnitt der Jagd auf heißen Straßen. Salinas Grandes, die großen Salzseen. Über 400 Kilometer ausgedörrtes, wasserloses, schweigsames Land. Ein paar Jahrzehnten gab es hier nur Steine. Im dürren Gebiet von Cuesta el Clavillo oder im Tal von Ajaral oder hinauf zum 3000 Meter hohen Abras del Infernillo. Im großen Tourenwagenpreis gilt es auf diesem Streckenabschnitt von nur 93 Kilometern einen Höhenunterschied von 2600 Metern zu überwinden. Die Fahrt ins Tal ist noch schwieriger als das Erklimmen der Gipfel. Auf diesen geröllübersäten Straßen, die dem Reifen keinen Halt bieten. Feinstes Gefühl für jede Bewegung des Wagens, eine lockere Hand am Lenkrad, knappes Dosieren der Beschleunigung und der hundertprozentige Blick für den Bremsweg des schiebenden und schlingernden Wagens lassen sich nicht lernen. Begabung und Erfahrung sind die Basis für den Erfolg. Beim großen Straßenpreis von Argentinien bewegen sich Fahrer und Wagen an der physischen und technischen Leistungsgrenze.
Ingenieure und Techniker in jahrelanger Arbeit verwirklichten, übersetzt der Fahrer in die Sprache des Erfolges. In der Reihenfolge Böhringer Kaiser, Glemser Braungart, Rosquist Falk gibt es einen dreifachen deutschen Erfolg und für die Sieger mit einem Gesamtdurchschnitt von 138 Kilometern pro Stunde einen neuen Streckenrekord. Zum vierten Mal hintereinander gewinnt Daimler-Benz den großen Tourenwagenpreis von Argentinien. Der Star des Tages ist der Stern. Voici l'arrivée de ce Grand Prix d'Argentine qui se termine par le succès incontesté de la firme allemande Mercedes. Nous allons rejoindre maintenant. At the end of the Argentinian Grand Prix, Eugen Berger, the Mercedes team, was the winner, and the Mercedes team sure seems happy today. They've had a lot of luck in this race, and they came out on top. Radio Libertad de Buenos Aires.